Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. So, Leute, es ist mal wieder soweit. Der liebe Steve hat uns mal wieder eine neue Straßenbahn zukommen lassen. Und zwar handelt es sich hierbei um den T4D-C. Und diesen wollen wir uns heute anschauen. Allerdings muss ich hier schon mal sagen, es handelt sich hier noch um eine sehr, sehr frühen Version, weshalb wir hier noch kein Dashboard drin haben. Aber es ist schon möglich, dass wir damit schon mal fahren können. Und das auf der Karte Twindau. Schön. Wir wollen uns, wie gesagt, das Ganze mal anschauen. Der Steve, der ist natürlich schon bekannt unter dem Projekt T4D. Ne? Und die Straßenbahn, die haben wir uns auch schon unendliche Male angeschaut. Das ist großartig. Und jetzt, wie gesagt, hat er mir dieses neue Schmuckstück hier mal hingesetzt, platziert, sodass wir uns das Ganze heute mal anschauen dürfen. Und ja, es ist natürlich der T4D in einer anderen Version. Und wie ihr seht, eine andere Farblackierung und im Fahrgastraum hat sich hier auch so ein bisschen was farblich natürlich verändert. Wie gesagt, es ist noch eine sehr, sehr frühen Version, weswegen wir hier auch noch keinen Stromabnehmer oder sowas nach oben fahren können oder so. Aber ich finde, der erste Eindruck, der ist jetzt schon wieder gigantisch. Also man sieht hier, ne, vom Fahrgastraum hat sich im Gegensatz zum T4D natürlich nicht allzu viel verändert. Auch verändert sich hier halt im Cockpit halt nicht wirklich viel, wie wir hier sehen. Ne? Das ist das Cockpit, da fehlt halt die kompletten Armaturen noch. Aber das, was wir hier schon sehen, von außen, von innen und alles sowas, sieht es doch echt, echt hübsch aus. Also Wahnsinn. Das Ganze kann man wohl auch schon in der Doppeltraktion fahren. Das ist natürlich auch schon möglich. Und ja, sonst, wie gesagt, können wir hier leider noch keine Türen öffnen. Aber ich wollte einfach mal diese Chance nutzen, euch diese neue Straßenbahn hier dementsprechend mal vorzustellen. Und ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze so findet. Ich würde mal sagen, los geht's. So, und damit rollen wir so langsam was hier los. Ich finde natürlich noch die kompletten Tonscripts und alles sowas, das kommt natürlich alles noch mit Zeiten. Selbstverständlich ist da, ich denke mal, wieder Kira mit an Bord, der da natürlich wieder fleißig dran rumwerket. Kira ist großartig. Also was Kira, der Arme, da alles so zu tun hat, das ist Wahnsinn. Sobald ein neues Update kommt, muss er sich um so viele Straßenbahnen kümmern. Wahnsinn. So, Twindau, ja, hatten wir ja nun im letzten Part uns angeschaut. Ich finde die Karte großartig, tatsächlich. Also das ist eine Karte, die wir jetzt wahrscheinlich hier doch öfter sehen werden. Schon alleine durch diese ganze Bergige und alles sowas, finde ich das schon mega, mega nice. So. Schauen wir mal, ob das Signal... Ja, es funktioniert. Mann, das ist großartig. Können wir nämlich mal so eine kleine Runde drehen hier einfach und dann passt das. Ja, ist natürlich schade, dass es hier keinen Ton gibt. Aber ihr seht's, ne? Also es ist fantastisch. Ich liebe es, wirklich, ich liebe es. Es ist wieder so, so tolle Arbeit. Auch wenn der Steve gerade echt viel zu tun hat, sitzt er sich immer noch dran und bastelt und macht und tut. Und ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass irgendwann mal eines Tages nicht nur ein T4D, sondern dass hier so ein komplettes Paket eigentlich erscheint. Ja, von das ist schön, das freut mich. Ach, es ist toll, es ist toll. Es ist toll. Wenn wir mal ein Bild machen von, dann passt das Ganze und dann machen wir mal hier rum und werden heute mal die kleine Runde mal am Hauptbahnhof drehen. Wie gesagt, es ist halt eine sehr, sehr frühe Version. Aber halt auch echt nicht so von der Leistung her, noch nicht ganz so zu vergleichen wie der normale T4D. Hier merkt man schon,
ist gefühlt ein bisschen träger. Aber wie gesagt, das kann ja auch alles noch, noch nicht feiner sein. So, Zeit für eine Runde Lotus Minigames. Aber hier muss ich sagen, nochmal so ein bisschen kleine Werbung. Also, wenn ihr euch entscheidet, euch ein Minigame zu besorgen von den Lotus Minigames, dann kann ich euch echt, echt gut empfehlen, dass ihr euch da euch das Berlin Traffic besorgt. Das ist gut. Das ist wirklich großartig. Das hatten wir im 1000 Abonnenten-Special drin gehabt und es lief einfach so gut. Es hat einfach so Laune gemacht. Die Zeit, die war wie im Fluge, war die zu Ende gewesen. Also Berlin Traffic, ich denke mal, das werden wir auch noch öfter spielen. Also doch, gehe ich mal stark davon aus, dass wir da den Steven dazu bekommen, dass er mal mit uns ein paar Runden öfter mal spielt. Aber ihr seht, ne, also die Karte ist toll. Die ist wirklich toll geworden. Was hatte ich gesagt? Achso, es geht ja nur hier lang. Genau, wir brauchen den inneren Kreis. Ach so, das. Ah, okay. Das ist ja das, was was der Dominik meinte, dass es ja zwei verschiedene Spuren gibt. Ich habe mich gerade gewundert, warum das so ist. Einmal die 1435 waren das gewesen und dann einmal die 1000, ne? Das ist natürlich eine interessante Sache. So, okay, hier gibt's. Ah, das ist ja natürlich interessant. Ich habe mich gerade gewundert, wie geht denn das? Wie geht denn das? Woher weiß denn der jetzt, wenn du keine Weichen stellen musst oder sonstiges, wie funktioniert denn das? Ja, braucht er ja nicht, weil guck mal, da ist das normale Standardgleis hier, das geht halt nur nach links. Ne? Das geht einfach nur nach links. So, und das 1000 Millimeter, das geht halt nur geradeaus. Und dadurch musst du keine Weiche stellen, weil der das ja halt automatisch dann macht. Das ist ja eine coole, coole Sache. Mann, Mann, Mann. Das ist mir in der letzten Fassung, also im letzten Video gar nicht aufgefallen. Also schon alleine daran merkst du, Alter, mit wie viel Liebe der Dominike dran an der Karte arbeitet, an Twinau. Also das ist. Sagt man jetzt eigentlich Twinau oder Twinaue? Das ist ja ziemlich, ziemlich cool. So, dann geht's hier wieder rum. Ja, eigentlich hätten wir auch. Gut. Man sollte auch die Weichen vorher legen. Ja, das ist ja klasse. Und sowas fällt dann immer erst einem auf, weißt du, wenn es denn, wenn er die Karte denn erst ein paar Mal gefahren bist. So. Und jetzt. Auch wirklich wunderbar gebaut. Ja, nirgendwo eckst du an oder sowas. Also. Hier hätte ich mir irgendwie so eine Überführung, also gewünscht halt. Weißt du, so ein bisschen mit diesem Brückentool gearbeitet oder sowas. Dass die Bahn dann irgendwie praktisch über so eine Brücke dann kommt und dann irgendwie runterfährt. Ne? Also sowas dann halt. Aber so ist halt auch nicht verkehrt. Also, weil der Bahnhof ist ja schon ein relativ nah. Von daher geht das ist wahrscheinlich schwer umzusetzen oder so. Gut, weiter geht's. Ja, heute eine relativ ruhige Folge. Ihr hört nur meine sympathische Stimme. Ach, du erzählst einen Quatsch. Ja, manchmal muss sein.
Weiche können wir jetzt ja natürlich jetzt hier so nicht stellen über das Ibis, deswegen müssen wir das händisch machen. Ihr seht auch, nach oben hat es auch sofort umgeschaltet, ne? Wenn wir die Taste G drücken. Und dann geht's wieder hier lang. Schön ist, dass man hier schon einfach komplett mal im Kreis fahren kann. Das ist ja möglich. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt hier einfach auf das andere Gleis fahren. Mit 15 geht es hier weiter. So, zack, jetzt haben wir die Weiche gestellt. Ihr seht, ne, der Pfeil geht in eine andere Richtung. Ich finde auch, die Straßenbahn passt auch echt gut ins Bild, ne? Also, die passt sich dem wirklich an. Also, der GT6, weiß ich nicht, der wirkte irgendwie relativ modern halt hier auf dieser Strecke. Aber hier der T4D, auch wahrscheinlich auch der T4DC, die passen hier echt gut rein. Also es ist eine sehr, sehr schöne Strecke. So, jetzt sind wir hier praktisch wieder auf dem Standardgleis. So. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Modell. Wir können ja mal gucken. Können wir das nur so machen? Plus den, schauen wir mal, T4DC. So. Und lassen uns einfach mal am Test-Entry mal hinsetzen. Und auch das halt. Oh Gottes Willen. So, hier musst du auf jeden Fall kurz mal runterbremsen. Es geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell hier. Gar keine Kontrolle mehr gehabt hier. Also auch diese Kombination funktioniert halt. Also damit das Ganze jetzt dementsprechend nicht allzu ruhig wird. Ne? Also seht ihr, also wenn man den T4D hat, dann kann man den ruhig mit anhängen. Ja? Und dann zieht man hier praktisch, falls man dann halt dementsprechend halt einen Cockpit haben möchte. Also. Ist länger, ne? Der T4DC. Wirkt irgendwie länger. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nö. Also von den Fenstern ist er genauso her lang. Ja, die Kupplung haut noch nicht 1 zu 1 hin.
Tja, aber ihr seht, also es funktioniert. Also kann man jetzt aktuell echt nicht meckern. Ja, also wie gesagt, da wieder einen herzlichen Dank an unseren Steve für die tolle Sache, dass wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen durften. Also ich bin also von der Arbeit von Steve total begeistert. Die Straßenbahnen, die sehen sehr hübsch aus, fahren sich super edel. Wie gesagt, hier hinten natürlich der T4DC, der ist natürlich noch in so relativ frühen Modell, dass man jetzt hier noch ein bisschen abwarten muss, bis der Steve da mal wieder ein bisschen Zeit hat, um da die Zeit dementsprechend halt auch wieder Notes zu investieren, damit man da ganz ehrlich da wieder das Ganze wieder umsetzen kann. Und ja, sonst funktioniert das auch so in Doppelkombo, passt das doch eigentlich ganz gut. Ja, da gibt es doch eigentlich da nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, von der Karte Twin Hour bin ich ja sowieso überzeugt. Also von daher, ja, gerne in die Kommentare posten, wie euch, wie gesagt, die neue Straßenbahn T4D-C gefällt. Könnt ihr ja gerne mal posten. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen, freue ich mich natürlich. Und wir sehen uns dann zum einem neuen Video hier wieder auf diesem Kanal. Damit verabschiede ich mich. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.